Freunde, es ist wieder passiert. Hashtag ein Singlesong bei Nacht an Halloween. Genau das. Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und heute im Awaken und Showcase zu unserem Boy LR Super Saiyan 3 Goku. Da ist er legit bei einem Hashtag ein Singlesong bei Nacht an Halloween gedroppt, unser Boy hier. Deswegen werden wir ihn heute awaken und gemeinsam showcasen in einem Team. Würde ich sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen direkt los. Der Boy hier, Base von Goku. Für sein erstes Awakening brauchen wir, wie ihr seht, 10 Medaillen aus dem Epic Showdown Event aus der letzten Stage. Geht hin, könnt euch easy erfarmen an der Stelle. Und noch eine Anmerkung hier zu dem Boy. Er ist ja quasi erstmal ein Base vom Goku. Heißt, jede andere Base vom Goku erhöht seine SA an der Stelle. Eine farmbare Version wäre hier zum Beispiel der Goku, der physische Goku aus dem Tournament of Power Event. Wenn ihr ihn auf den SSR-Status bringt, gibt er 50% für unseren Boy LR Goku hier. Genau, und so viel dazu. Jetzt gehen wir rüber zu der LR-Version. Wir haben jetzt auf der Theorie-Version, werden ihn nun awaken zu LR-Version. Wir brauchen jetzt zum einen die 21 Dokkenimit-Medaillen aus Tapion sein Event, 21 Dokkenimit-Medaillen aus Super Saiyan 3 Angel Gokus Event und zu guter Letzt die 7 Medaillen aus dem Super Saiyan 3 AGL Goku Event. Wenn ihr das alles habt, dann erweckt ihr den Boy zu seinem LR-Status, LR Super Saiyan 3 Goku. Oh mein Gott, dass der gedroppt ist, Freunde, ist insane. Einfach so aus dem Single Sum. Das ist halt legit JP. Das ist JP. GG an der Stelle. Lasst mich ihn ganz kurz Max 7 Max essen und dann gucken wir uns Details an und gehen rüber in ein Event. So, und da bin ich auch schon wieder, Freunde. Hier ist er an der Stelle, Max 7 Max SA, unser Super Tag LR Super Saiyan 3 Goku. Lass uns die Karte ganz kurz anschauen und dann gehen wir rüber in seinem Showcase. Super Tag Charakteren gibt er durch seinen Leader Skill Key Plus 4 auf HP Attack und F 100% und Extreme Tag Charakteren Key Plus 2 auf HP Attack und F 70%. Ja, natürlich, wie jeder LR Charakter, zwei Ultis. Die erste Ulti, 12 bis 17 Key an der Stelle, macht dir mega Colossal Damage, hat eine Rare Chance, den Gegner zu stunnen. Die zweite Ulti, 18 plus Key. Funktioniert folgendermaßen: Er macht mega Colossal Damage und verringert die Verteidigung des Gegners stark, greatly lowers Death. Und wenn wir uns die Pass ansehen, dann werdet ihr gleich merken, Freunde, wie man ihn zu spielen hat. Er hat immer auf die Verteidigung 120%, also tanken tut er gut, bekommt dann auf den Angriff 180%, aber nur immer dann, wenn er seine Ultra Super Attack startet. Bekommt er, wie gesagt, 180% auf den Angriff, verliert aber 70% Verteidigung. An der Stelle, ganz klar, was meinte ich damit? Man will mit ihm, besser gesagt, immer auf die Ultra-Super-Attack kommen. Ob man darauf kommt, easy, schauen wir uns gleich an. Links gesagt, hier an der Stelle, Super Saiyan Experience Fighters sind 10% jeweils, Kamehameha, Over the Flash, Limit Breaking Form, Shattering Limit, Legendary Power. Wir haben mit nur zwei Link-Skills die Key geben, Over the Flash und Shattering Limit sind Key plus 5 an der Stelle. Er ist in der Kategorie Super Saiyan 3, Pure Saiyan und Full Power. Wir werden uns gleich ansehen in meinem Full Power Team, aber wenn ihr ein Super Saiyan 3 Team habt, da ist er am besten aufgehoben. Spielt ihn auf jeden Fall in dem Super Saiyan 3 Team mit Super Saiyan 3 Bardock als Leader und in einer Rotation. Da seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Wir werden uns den Boy heute in meinem Full Power Team ansehen, weil ich habe zwar auch die Pure Saints, aber im Full Power hatte den besseren Boost, nämlich Key plus 3, 150% hier an der Stelle auf jeden Attribut. Die Sache ist folgendes: Wie spielt man LR Super Saiyan 3 Goku? Man muss das Team um ihn herum bauen, Freunde. Da will ich euch nichts erzählen, denn er braucht seine Ultra Super Attack, damit er Schaden macht. Ansonsten macht er zwar Schaden mit der ersten Ulti, aber das ist nicht das, was man von ihm sehen will. Man will die Ultra Super Attack sehen wegen seiner Passive. Deswegen muss man auf jeden Fall die zwei Supporter mindestens nach ihm anpassen, aber auch seinen Rotationspartner. Denn sonst kommt er nicht auf diese Ultra Super Attack. Das wird schwierig, das werden wir aber gleich sehen. Nun, aus meiner Charakterliste von meinem Full Power Charakter konnte ich mir folgendes Team bauen. Ich werde in der Rotation hatten Full Power Goku mit Evolution Vegeta. Die zwei sind gut gedeckt. Super Saiyan Prepare for Battle und Fierce Battle an der Stelle. Die andere wird es anders aussehen. Wir haben Super Saiyan 4 Gogeta. Der ist ja kein Full Power. Er gehört nicht zu der Full Power Kategorie. Bekommt aber den zweiten Leader Skill von Full Power Goku. Nämlich Super Deck Charaktere Key plus 3 HP Attack und F 90%. Full Power Goku sollte bei uns so zu Weihnachten kommen. Ende des Jahres, Anfang des Jahres, sage ich mal. Winter, besser gesagt, auf Global. Genau, den hatten wir in der Rotation, weil er Over eine Flash hat und Kamehameha und Super Saiyan. In einer Rotation mit unserem Boy LR Super Saiyan 3 Goku, wie gesagt. Außerhalb davon haben wir hier diesen Boy mit am Start, Super Saiyan 2 Gohan. Ich habe bewusst LR Gohan nicht mitgenommen, sonst würde ich eigentlich mitnehmen. Aber ich habe extra ihn mitgenommen, weil wir das Team um Super Saiyan 3 Goku bauen müssen, beziehungsweise ich ihn heute showcasen will. Denn er gibt Tech-Charakteren, AGL-Charakteren, Tech- und Physisch-Charakteren, ja, die drei Typen haben wir im Team. Gibt er Key plus 2 Attack und F30%, den werden wir auf jeden Fall nutzen. Und ich habe hier diesen Boy mit am Start, den hatte ich auch in meiner Charakterliste, gehört zu den Full-Power-Charakteren. Warum habe ich ihn mit am Start?
Er sorgt zum einen für Rainbow Key, aber er hat auch Overkill Flash und Shattering Limits in Key plus 5. Heißt, wenn der mal in die Rotation kommt von LR Goku, gibt den ganz solide Key plus 5. Von Gogeta bekommt er dann nochmal Key plus 3. Und dann sollte er hoffentlich gut auf seine Ultra Super Attack kommen. Deswegen, Freunde, ihr merkt es, man muss das Team auf jeden Fall um ihn herum bauen. Super Saiyan 3 Team, wie gesagt, habe ich euch gesagt, haltet ihn in einer Rotation mit Super Saiyan 3 Bardock, wenn ihr ihn habt. Außerhalb davon, Pusain, er ist doch in der Pusain-Kategorie. In meiner Pusain-Kategorie würde er momentan so aussehen. Ganz klar in einer Rotation mit Majin Vegeta. Sie haben Super Saiyan, Overkill Flash und Shattering Limits in Key plus 5. Dann haben wir aber noch zwei Supporter mit am Start, die rein und rauskommen. Evo Vegeta in einer Rotation mit Ui Goku. Aber wie gesagt, um dieses Team geht's nicht. Wir testen ihn heute im Full Power Team, showcasen ihn hier, weil er einen besseren Boost bekommt. Mit dem Super Saiyan 3 eigentlich mehr, nämlich 170% auf den Angriff. Da wird er wirklich zur Schau kommen. Aber ich habe leider keinen Super Saiyan 3 Bardock. Deswegen lasst uns dieses Team packen und wir sehen uns gleich in einem Event. Alles klar, Freunde. Und wir sind im Event von Thales. Von wem auch sonst. Haben wir einen Typenvorteil, ist ein Extreme-Type. Deswegen rein damit. Und zwar, wie gesagt, müssen wir gucken, dass wir die Rotation auf jeden Fall hinbekommen. Wir müssen Gogeta verschieben in die nächste Rotation. Die Rotation hier sieht doch schon mal ganz gut aus mit dem Boy. Full Power Goku und Evo Vegeta, das sollte ich so halten auf jeden Fall. Außerhalb davon machen wir mal, ja. Gigi! Einfach, ich, keiner weiß, ich hab grad die Orbs irgendwie nicht getroffen. So, meine Finger ist ausgerutscht. Aber Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, dann drückt auf den Abo-Button. Und, ja, wenn euch das Ganze gefällt natürlich. Und ich bin natürlich für jede Unterstützung dankbar an der Stelle, wie immer, meine Freunde. Alright, dann sind wir aber hier an der Stelle. Ja, im Thales ist ein Event. Wir wollen auf jeden Fall LR Goku mit Gogeta in einer Rotation halten. Er braucht auf jeden Fall einen Freund, der Overkill Flash hat. Wenn er einen in der Rotation hat mit Overkill Flash, macht ihr nichts falsch. Sheltering the Limit würde auch gehen, aber das sind Key plus 2. Lieber Overkill Flash, wenn ihr das könnt. Deswegen müssen wir Gogeta mal verschieben in die andere Rotation mit ihm. Und ihr braucht auch Supporter. LR Super Saiyan 3 Goku, so ein geiler Charakter er auch ist, er braucht verdammt nochmal Support. Man muss das Team um ihn herumbauen. Aber wenn man dann dazu kommt, dass er das machen soll, was er machen soll, dann ist es insane, Freunde. Wir kamen gerade so auf die Ultra Super Attack, wie ihr seht. Das liegt aber daran, dass er von Full Power Goku kein Key bekommt und von Gohan, glaube ich, nur Shattering Limit und durch seine Passive. Das werden wir gleich merken, wie wir das spielen müssen, drehen müssen, etc. Das werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Falls ihr euch fragt, 3 kommt, aber schaut mal. Wenn er eben dann das macht, was er zu tun hat, dann kommt geiles bei raus, Freunde. 3,2 Millionen stand da auf dem Schirm. Es ist insane. Er bekommt nämlich 180% als LR-Charakter. Das ist richtig geil. Es ist richtig geil. Das ist ein richtig geiler Unit. Ich freue mich wirklich auf ihn, wenn er auf Global kommt. Er ist auch selbst... Was heißt auf Global kommt? Sorry. Ich habe gerade Full Power Goku gesehen. Dann hat mein Gehirn direkt von LR Goku auf Full Power Goku geschaltet. Nee, ich meine natürlich LR Gokus. Ist ein richtig geiler Unit. Also wenn er natürlich auf die Ultra Super Attack kommt, das wollen wir mit ihm nämlich erreichen. An der Stadt unser Friend hier Dodge, alles klar. Aber Full Power Goku ist auch natürlich eine sehr solide Unit. Er ist auch sehr gut, wenn er auf Global kommt. Kann man auf jeden Fall für ihn summonen. Genau. Ja, Vegeta fühlt sich auch natürlich auch sehr, sehr gut, unser Evolution Vegeta, denn er ist hier auf jeden Fall auch mit einem 150% Leader Skill. Dreifacher Goku, LR. Es ist schwierig, man braucht halt, wie vorhin gesagt, wenn man die Charaktere nicht hat, mit denen man ihn spielen kann, dann kann es schon schwer sein, mit ihm auf die Ultra Super Attack zu kommen. Guck mal, das ist jetzt natürlich eine sehr gute Rotation. Er bekommt hier von Gogeta Overkill Flash, Key plus 3. Von Gohan bekommt er Shattering Limit, das sind auch Key plus 2. Und durch die Pass nochmal Key plus 2. Aber wir bekommen so durch die beiden Seiten auf Key plus 13. Ja, Leader Skill, das, was ich gerade euch genannt habe. Heißt, wir müssen trotzdem hier 5. Oh, wir müssen auf jeden Fall 5 Orbs, hätten 5 Orbs einsammeln müssen. Ich hatte jetzt Glück, dass wir gute Tech Orbs hatten mit Rainbow Orbs. Aber das liegt auch natürlich daran, dass ich den Goku mitgenommen habe, weil er sorgt, also der Kaioken Goku, der sorgt auch für Rainbow Orbs. Langer Rede, kurz sind jetzt mich gespannt. Wir haben Max Key. 3,7, Freunde. Oh mein Gott, der hat keinen Dupe. Er ist auf 55%. Falls ihr Dupes für ihn habt, geht auf Crit, voll Crit, den Rest auf Additional Attack. Und ihr seht, zu was er in der Lage ist, Freunde. Und das ist noch bei einem 150%. Ja, das ist noch bei 150%, Freunde. Im Super Saiyan 3 hat er 170% auf den Angriff. Die Sache ist aber folgende, wir dürfen Thales nicht besiegen. Ich will nämlich zu dem AGL Thales, da haben wir Typenvorteil. Und dann will ich da sehen, was dort abgeht an der Stelle. Wir haben natürlich auch noch Gogeta mit ihm in einer Rotation. Gogeta sorgt dafür, dass der Angriff und Verteidigung von Extreme-Type-Gegnern gesenkt wird um 20%. Heißt, Gogeta gibt uns auch da einen guten Wert oder
sorgt für gute Bedingungen, damit er gut Schaden macht an der Stelle. Aber Thales soll es mir auch mal beruhigen, ja. Das ist zwar der Tag Thales so, und ich denke mir, okay, an sich eigentlich sollte er nicht viel Schaden machen, weil so wie wir ihn kennen, wenn man ihn hat, aber er ist ein Duckenwind, natürlich macht er da Schaden. Selbes habe ich jetzt beim Metal Cooler Event erfahren. Da sage ich so die ganzen Metal Cooler und sag mir, okay, es sind Free-to-Play Version. Aber nee, natürlich, die machen schon Schaden, weil wir in einem Duckenwind sind. So, hier an der Stelle haben wir zwar kein Kies, kein. Ja, haben zwar kein Support für unseren Angriff und Verteidigung wie Gohan, denn er gibt ja Attack und F30%. Aber wir haben die Physischkeiten Goku, der gibt Over the Flash und Shattering Limits den Ki plus 5 und sorgt für Rainbow Orbs. Heißt, der ist eigentlich auch ganz solide. Aber ich mache jetzt mal mit Goku nur die erste Ulti, denn. Oh, das sollte die erste sein, richtig. Denn wir wollen, dass dieser Thales überlebt. Oh, kann sein, dass die Jungs ihn raushauen. Ich hoffe aber nicht. Oh, jetzt setze ich mich vielleicht hin, sondern so. Anyway. Erste Ulti sind wir schon. Von 3,7 gehen wir runter auf 650. Okay, ist natürlich ein brutaler Vergleich. Erste war 24 Ki. Ultra Super Tag. Die hatten wir ein bisschen mehr als 12, schätze ich mal. Aber wenn ihr die erste Ulti macht, Freunde, der bekommt nichts auf den Angriff. Nichts. 0%. Gar nichts. Deswegen will man mit ihm auf die Ultra Super Tag kommen. Und wenn ihr das Team baut oder wenn ihr LS Super Saiyan Goku habt, dann macht eben das. Berücksichtigt das, dass ihr ihn in ein Team packt oder mit einem Partner in eine Rotation packt, der eben diese Kriterien erfüllt, dass er zumindest Over the Flash hat und Super Saiyan wäre nice, Freunde. Okay, gut, hier sind wir jetzt an der Stelle bei unserem Boy Thales. Thales. Aber, und ihr müsst dann quasi auch darauf achten, zum Beispiel, wenn die Charaktere hier, die haben ihre Max. Ja, also ich müsste jetzt nicht für Vegeta jetzt alle Argel-Orbs einsammeln und so und so fort, denn ich würde auf jeden Fall gerne die Tech-Orbs für die nächste Runde aufbewahren, für unseren Boy LS Super Saiyan 3 Goku. Also ihr müsst da schon auf jeden Fall darauf schauen, dass ihr schon die guten Bedingungen, für die guten Bedingungen sorgt für unseren Boy LS Super Saiyan 3 Goku. Ja, Freunde, so viel dazu, wie man mit ihm zu spielen hat. Jetzt widmen wir uns mal darauf, ob wir hier noch eine Eskalation starten können. Leider ist dieser Super Saiyan 2 Gohan nicht in der Rotation mit LR Goku. Das wäre übertrieben insane, der würde den so durchrattern. Aber 3,7 auf 3,7 kamen wir. Wir haben jetzt noch Typenvorteil, aber ich glaube, auf die 3,7 werden wir nicht kommen, weil wir eben Gohan dann nicht in der Rotation haben mit LR Super Saiyan 3 Goku. Aber gucken wir mal, was wir zustande kommen werden. Dann sind wir auch langsam gegen Ende des. Ach so, ich glaube, ich habe da abgebrochen. Woher? Oh, ich glaube, ich habe ganz weit hinten abgebrochen. Ja, jetzt an der Stelle wird es mir auch nichts bringen, wenn ich LS Super Saiyan 3 Goku in die Mitte stelle, weil er von Full Power Goku nichts bekommt. Jetzt hoffe ich, dass das eine Ultra Super Attack ist. GG, ihr merkt es schon. Einmal muss was nicht stimmen und schon kommt er nicht auf seine Ultra Super Attack. Deswegen, das habe ich gemeint, da erzähle ich euch nichts. Ihr wollt mit ihm auf die Ultra Super Attack kommen. Wenn ihr das nicht schafft, dann, ja, dann habt ihr als dementsprechend diesen Damage Output. Der ist nicht schlecht natürlich, aber er bekommt halt 0%, ja. Jetzt. Ganz weit hinten, was ich da gesagt habe, ganz am Anfang oder so, als sie in den Kampf reingegangen sind. Super Saiyan 2 Gohan. Wo bekommt man den? Das ist der World Tournament Super Saiyan 2 Gohan. Der hat ein Awakening erfahren. Sollte auf Global auch noch kommen an der Stelle. Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende so viel zum Awaken und Showcase zu unserem Boy LS Super Saiyan 3 Goku. Ihr wisst jetzt nun, wie man ihn awaked. Farmerer Esse hat er an der Stelle. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen dazu zu sagen. Ihr wisst, was ihr drauf habt. Ihr wisst, wie man ihn spielen sollte. Auf was man achten muss, die Bedingungen. Ich hoffe dementsprechend, alles hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.